Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, einem weiteren Tag-Video in diesem Mai, denn der Mai ist ja zu meinem Tag-Video-Monat ausgerufen worden und es gab schon ein paar Tag-Videos, denn ich beantworte super gerne Fragen und ich habe so ein paar tolle Tag-Videos entdeckt, so auch der neue Entweder-oder-Fragen-Tag von der lieben Ruth vom Kanal Zwischen 1000 Zeilen. Zusammen in der wunderbaren Booktube-Truppe wurden hier die Fragen erörtert und beantwortet. Ich packe euch den Kanal von Ruth und auch das Video natürlich unten in die Infobox. Schaut da super gerne mal vorbei. Und natürlich auch die 6 Fragen findet ihr in der Infobox. Wenn ihr Lust habt, dreht gerne ein Video dazu oder beantwortet die Fragen dann einfach bei den Kommentaren. Dann können wir hier auch ein bisschen in den Austausch gehen und über unsere Antworten so ein bisschen sprechen. Alle bisherigen Tags findet ihr natürlich auch in der Playlist, die ich euch unten einfach auch mit verlinke. Also wenn ihr jetzt Lust habt, auch noch auf weitere Fragen, Antworten, Videos, dann schaut da auch super gerne mal vorbei. Wir starten mit der ersten Frage. Lieber ein Plot-Twist, der dich ehrlich umhaut, oder das Gefühl, wenn du recht mit einer Theorie, einer Vermutung hast? Also das finde ich total schwierig, weil ich glaube, ich bin schon eher ein Fan von Plot-Twists. Ich glaube, ich mag es, wenn man mich überrascht, wenn man mich da wirklich nochmal gedanklich total umkrempelt und ich mit Dingen einfach nicht gerechnet habe. Was ich allerdings im Zuge dessen nicht so mag, ist, wenn es einfach aus der Luft gegriffen ist. Also es gibt ja Plot-Twists, die man einfach nicht hat kommen sehen, weil die Vorzeichen einfach ganz andere waren. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen blöd. Also gerade, wenn man irgendwie so auf Spurensuche geht und es eigentlich unmöglich war, da hinzukommen. Aber ich sag mal, in so Fantasy, Science-Fiction, vielleicht auch Wohlfühlroman, da sind die Twists natürlich nicht ganz so stark, aber da mag ich das ganz gerne, wenn ich überrascht werde. Also ich glaube, ich bin eher jemand, der sich gerne überraschen lässt, als ich vorne schon weiß, wo die Wege hingehen. Natürlich gibt es Bücher, Geschichten, die Heldenreise, so klassische Systeme, wie Geschichten erzählt sind, aber ich mag es, glaube ich, schon mehr, wenn man mich tatsächlich begeistert, als wenn ich einfach von vornherein recht über alles habe und ja, ich nehme die Überraschung. Zweite Frage. Lieber eine einzige Figur, die erzählt, oder viele Erzählperspektiven? Also das kommt für mich tatsächlich auf das Genre an. Also ich mag es, glaube ich, schon. Also ich glaube, ich mag vielleicht schon immer mehr Perspektiven. Wobei, also es ist vielleicht schon genreabhängig. Also in der Fantasy, wenn sich Grüppchen aufmachen in verschiedene Richtungen, finde ich es schon ganz schön, wenn wir aus jedem Grüppchen einen Erzähler haben. Weil das natürlich so ein Gesamtbild dieser Welt gibt, ein Gesamtbild, was haben die erlebt und das eben am Ende nicht dem Erzähler erzählt werden muss, sondern wir ja mit dabei waren. Bei Wohlfühlgeschichten, Liebesromanen, vielleicht auch Geschichten, die eben einfach einen Einzelnen betreffen, ist es für mich gar nicht zwingend erforderlich, dass es mehrere erzählen. Also wenn man an Panem denkt und wir haben die Ich-Perspektive von Katniss Everdeen, da müsste man sich fragen, welchen Erzählstrang hätte man gern nebenbei noch gehabt. Und da würde ich sagen, es war klug und gut gewählt, hier nur die Ich-Perspektive für Katniss zu wählen, weil man eben, wie sie selbst, den gleichen Stand hatte, überrascht war, enttäuscht war und vieles nicht hat kommen sehen, weil wir eben nicht in der Welt noch andere Erzähler hatten. Wenn ich aber an den Herrn der Ringe denke oder an das Lied der Krähen, da fand ich es tatsächlich schon schön, dass wir mehrere Erzählstränge haben. Oder an Aurora erwacht, fand ich das auch richtig toll. Während ja zum Beispiel auch bei Nevernight die Ich-Perspektive wirklich gut gewählt war. Also ich kann mich da, glaube ich, tatsächlich nicht entscheiden. Ich würde es geschichten- und genreabhängig machen. Meine Liebesgeschichte hat ja oft 2 Perspektiven. Das reicht aber am Ende auch aus. Da würde mir auch oft eine reichen. Ist natürlich auch wirklich so ein Ding, habe ich den allgemeinen Erzähler, habe ich Perspektiven? Also ich würde, ich weiß, die Antwort giltet jetzt wahrscheinlich nicht. Ich würde es tatsächlich abhängig machen vom Genre. Weil es gibt schon Genre, die sich dazu, oder epische Geschichten, die eben schon den Vorteil haben, dass sie mehrere erzählen. Aber eben auch wie Panem, wie Nevernight, wie Harry Potter, eben auch gut ist, dass wir nur einen Erzähler haben. Hätte Harry Potter mit mehreren Perspektiven funktioniert? Welche Perspektive hätten wir genommen, um nicht irgendwas vorzugreifen? Wie nervig fand ich es bei der Bestimmung von Veronica Roth, dass wir im letzten Band auf einmal eine zusätzliche Perspektive hatten, weil wir dann eigentlich schon geahnt haben,
Ich bin zwiegespalten. Schreibt mir gerne mal eure Gedanken dazu in die Kommentare. Dritte Frage. Was ist schlimmer? Ein Freund, eine Freundin hat ein Buch empfohlen, was euch dann gar nicht gefällt? Oder ein Freund, eine Freundin liest euer Lieblingsbuch und findet es doof? Also das würde mich, glaube ich, nicht stören. Also wenn ich hier vom Herrn der Ringe vorschwärme und jemand sagt, naja Steffi, also irgendwie war das langweilig und Frodo und ich glaube, das würde mich nicht stören. Das würde mich auch in meiner Meinung überhaupt nicht stören. Und ja, ich glaube andersrum, wenn ich wirklich, also das ist ja tatsächlich leider häufiger so, gerade in diesen ganzen Romantasy und New Adult und wo Leute wirklich schwärmen in meinem Freundesbekanntenkreis und ich dann denke, naja, also so richtig verstehe ich das jetzt nicht. Da bin ich natürlich schon sehr gewillt, diplomatisch vorzugehen und verkaufe es vielleicht sogar ein bisschen besser, als ich es wirklich fand. Also wenn ich ein Buch abbreche, dann stehe ich da auch dazu. Aber ja, wäre schon ein bisschen diplomatischer in der Antwort, wie ich es fand und warum ich verstehen kann, warum der Gegenüber es vielleicht gut fand. Was ich vielleicht sogar verstehe. Ne? Ich möchte das gar nicht abstreiten. Aber ich glaube, dass mir das tatsächlich schwerer fällt als andersrum. Ja, ja. Ha, vierte Frage. Lieber ein Buch, das in der Vergangenheit spielt und historische Ereignisse einfängt oder ein Buch, das in der Zukunft spielt und visionäre Ideen hat? Also ich bin ja definitiv auch ein Fan der Science Fiction und ich glaube, ich würde die Zukunft nehmen. In der Vergangenheit, das wurde alles erzählt, so gefühlt und ach, es dreht sich sowieso immer nur um dieselben Ereignisse in der Vergangenheit. Von daher, ich glaube, ich würde visionäre, innovative, spannende, zukünftige Ideen haben. Was ja nicht sagt, dass nicht der Konflikt einer ist, der in der Vergangenheit liegt. Also es gibt ja durchaus auch in den Zukunftsvarianten Kriege, Hungersnöten, Dystopien, Viren, die ausbrechen, was ja nichts damit zu tun hat, dass sie nicht auch in die Vergangenheit greifen und das Verhalten der Menschen dann im Grunde einfach irgendwo ja, widerspiegeln. Wenn wir in die Vergangenheit gehen, also zum Beispiel hast du das ja ganz oft in der Fantasy, dass man dann halt wirklich ins Mittelalter geht, dann ist das ja aber historisch nur so bedingt wahr. War ja auch immer so, also ich habe auch sehr gerne so altägyptische Sachen gelesen von Kleopatra und Moses und Tutanchamun und Tutmosis und wie sie alle hießen. Also ich würde aber, glaube ich, schon immer die Überraschung und die Zukunft nehmen. Ich glaube, das nach hinten blicken und immer wieder aufarbeiten und rumwühlen in der Vergangenheit, das, also ich bin für visionär und wir schauen in die Zukunft. Fünfte Frage. Lieber ein Buch basierend auf seiner Titelbeschreibung kaufen oder blind, beziehungsweise nur auf dem Cover basierend eintauchen? Huh, also reine Coverkäufe habe ich, glaube ich, vielleicht eine Handvoll. Ich überlege gerade, ich glaube, die waren auch alle Highlights. Also ich bin schon jemand, der zumindest den Klappentext liest, der, wenn es gibt, auch innen die Beschreibung liest und ich bin auch mal mehr und weniger der Fan von Leseproben. Also ich würde schon eigentlich mehr wissen wollen, wobei, was kann der Titel einem oft schon verraten? Ach, vielleicht, ach ja, also wenn ich jetzt muss, dann würde ich wahrscheinlich das Cover nehmen. Und sagen, lieber ein schönes Cover im Regal als einen coolen Titel, für den sich dann eh keiner mehr interessiert, was ein hässliches Cover hat. Also ich glaube, dann sind wir jetzt ganz oberflächlich und nehmen das Cover. Ja, also Titelbeschreibung. Ja, also, es ist, also ich bin schon jemand, der gerne mehr sehen möchte und lesen möchte als nur das Cover. Aber ein schönes Cover, ja. Wir lassen das so stehen, bevor ich mich hier reinreite. Und sechste und letzte Frage. Lieber ein Buch mit einer komplexen Welt, das jedoch lange braucht, um in die Geschichte einzutauchen, oder ein Buch mit einer sofort fesselnden Handlung, aber ohne komplexe Welt? Also ich hätte gerne die Mischung aus beiden. Nein, ich bin jemand, der sich gerne Zeit nimmt, um in eine Welt einzutauchen. Und ich glaube, meine Lieblingsautoren, egal ob Tolkien oder King, verraten es auch. Ich mag es, wenn man mich lange mitnimmt, wenn man langsam Spannung aufbaut, wenn man natürlich schon am Anfang so ein bisschen was Spannendes hat, weswegen man auch dranbleibt. Aber dann darf es gerne ausführlich, episch, atmosphärisch und groß werden. Und es gibt nichts Schlimmeres, als in eine Welt reinzufallen, von nichts irgendwas zu verstehen und dann zwar Spannung zu haben, aber man eigentlich gar nicht versteht, wo die Spannung herkommt. Also gibt es ja auch ein paar Beispiele, oft eher in der Jugendfantasy,
was dann einfach der Zielgruppe geschuldet ist. Und ich gucke auch gerade so nach rechts, auch wenn ich an das Jesus-Video zum Beispiel denke oder an Dan Simmons, Kinder der Nacht, was ja auch so Fantasy-Science-Fiction geht, der Übergang. Also es sind schon eher die Bücher, die ein bisschen länger brauchen, die atmosphärisch sind, die, ja, die gut erzählt sind, die aber nicht Spannung haben müssen, die mich begeistern. Also definitiv eher das. Ich glaube, wenn mir das Worldbuilding fehlt, wenn ich gar nicht weiß, warum ich eigentlich hier bin, warum Charaktere so handeln, weil mir die Rahmenbedingungen fehlen, dann macht ja auch das Lesen keinen Spaß. Und da kann noch so viel Action drin sein. Ich überlege gerade nach einem Beispiel. Aber mir fällt tatsächlich gar nicht so irgendwie was ein. Nee, irgendwie nicht, gerade so ad hoc. Aber ja, lasst uns da gerne auch in den Kommentaren in den Austausch gehen. Vielleicht habt ihr ja Beispiele, auf die ich jetzt gerade vielleicht nicht so richtig komme. Ja. Sowieso bin ich sehr neugierig, wie eure Antworten zu den Fragen sein werden. Ja, also sehr gerne die Fragen in der Infobox dann ja einfach beantworten. Und schaut gerne auch bei Ruth vorbei. Video und Kanal sind auch in der Infobox verlinkt. Und das war jetzt der neue Entweder-oder-Fragen-Tag, der mich ja doch vor die ein oder andere Herausforderung gestellt hat. Ich ja, hoffe, ihr hattet auch mit diesem Video wieder Spaß. Schaut gerne in der Playlist vorbei, wenn ihr weitere Tag-Videos sehen wollt. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.